Datensätze werden größer, medizinische Probleme werden größer, Krankheiten sind komplex und wir brauchen personalisierte Medizin für Patienten. Datensätze zu analysieren auf einer großen Ebene, auf einer weiten Ebene, wird schwierig, wenn man Spalte für Spalte und Zeile für Zeile sich Nummern anschauen muss. Und von daher ist die Informatik das Werkzeug, das benutzt werden kann, um voranzuschreiten, um Statistik anzuwenden und Strukturen hinter Daten zu verstehen. Und auf einer größeren Ebene versuchen wir zu analysieren, wie Proteine in Gehirnzellen miteinander kommunizieren. Die verschiedenen Komponenten in Gehirnzellen, die untereinander Verbindungen eingehen. Im Parkinson-Patienten fehlen einige dieser Teile, was dazu führt, dass das komplette Konstrukt zerbricht und nicht mehr funktioniert und die Krankheit ausbricht. Informatische Methoden und in einem ganz spezifischeren Fall sogenannte Network Analysis wird benutzt, um dann diese Unterschiede herauszufinden und versucht oder in konsequenterweise Lösungen zu finden, wie man helfen kann, um diese Netzwerke wieder ins Originale zurückzubringen. Und Krankheiten werden komplexer und Personen müssen spezifischer behandelt werden. Und Daten müssen dahingehend besser analysiert werden. Aber es ist definitiv Potenzial da, um zwei Felder wie die Informatik und die Medizin zu kombinieren und ja, Vorteile daraus zu schließen, da schon so viel auch geforscht wurde, vor allem auf der informatischen Seite. Die ganzen Werkzeuge können benutzt werden, um andere Daten, in dem Fall medizinische, zu analysieren und große Schritte voranzumachen.